Jetzt hat's dich also auch erwischt. Du bist darauf reingefallen. Die Masche war einfach zu gut durchgezogen. Zu gut gespielt, zu gut inszeniert. Ein Gefühl von Verzweiflung und Einsamkeit macht sich breit. Narzissmus kann einen wirklich fertig machen. Doch wenn man versteht, wie Menschen mit dieser Persönlichkeitsstörung ticken, kann man bewusster an das Thema herangehen und die Situation realistischer einschätzen. Unsere Gesellschaft hat sich in den letzten Jahren stark verändert. Menschen, die gerne im Rampenlicht stehen, werden gefeiert und angelobt wie nie zuvor. Das ist einerseits gut, doch andererseits wird dadurch die Möglichkeit für Narzissten größer, sich ins Rampenlicht zu drängen. Unsere kommende Videoreihe setzt sich genau mit diesem Thema auseinander. Was ist Narzissmus? Wo kommt die narzisstische Persönlichkeitsstörung her? Wie erkennt man Narzissten? Wie weiß man, ob man selbst kein Narzisst ist? Wie sieht das Thema Narzissmus aus Sicht der 16 Personalities aus? Für die Recherche zu diesem Thema sind wir tief in die Materie eingetaucht und haben uns den aktuellen wissenschaftlichen Stand sowie sensationelle Insights aus Sicht der 16 Personalities und deren kognitiven Funktionen angeschaut. Wir sehen uns in den kommenden Videos.